Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Millies Moments. Ja, vier Farben und daraus wird was ganz easy, einfaches, was unfassbar toll wirkt. Für jeden Anfänger total gut geeignet und zum Üben, zu schauen, wie Farben miteinander reagieren und so, total toll. Und ich schnappe mir jetzt diese vier Farben und ich male einfach nur Streifen. So ein bisschen wellig, ein bisschen breiter, ein bisschen dünner, ihr seht das. Ich setze hier einfach jetzt Farbe neben Farbe, Farbe an Farbe und gucke, was passiert. Und das ist eigentlich immer das, was am schönsten ist bei der ganzen Geschichte, zu schauen, was reagiert. Da läuft das Blau in das Anthrazit rein, es ist echt super schön. Ja, Farben, die euch gefallen, macht es nicht zu bunt, kann ich euch nur raten. Nehmt euch zwei, drei dezente Farben, eine leuchtende vielleicht und dann legt einfach mal los. Und ihr seht, wie ich das hier mache. Ich setze auch mal dunklere Farbe noch in die hellere rein. Das muss nicht so ganz super toll, genau, eher da setze ich jetzt hellere in die dunklere rein. Ich lasse das Ganze laufen und ja, das ist das, was am meisten Spaß macht. Und dann muss das Ganze gut trocknen, bevor wir zum nächsten Schritt gehen. Einmal gut getrocknet und jetzt setze ich mit meinen Farben nochmal Muster. Und da bleibt euch alles offen, ihr könnt alles machen. Ne? Kringel, Pünktchen, Kreise, Striche, Linien, Wellen, wie ihr mögt. Ihr könnt hier schauen. In diesem Moment möchte ich euch auch gerne, wer bei Instagram ist, mal eine Seite ans Herz legen von Rebecca. Die Seite heißt Essolo Design. Die macht ganz viel in dieser Art, wie ich es hier male. Und da kann man wunderbar Ideen mal sich holen, Inspirationen. Die macht das auch mit Blasen und mit anderen Sachen und ist super schön. Ich habe da am Anfang auch ganz viel mal gestöbert, als ich angefangen habe. Und bei Instagram bekommt man sowieso sehr schöne Inspirationen. Also kann ich euch nur ans Herz legen, wer da einen Kanal hat, schaut mal bei Rebecca vorbei, Essolo Design. Ja, und dann brauchte es natürlich für mich wieder ein bisschen Glitzer und da habe ich mir meine neue Kamelenfarbe geschnappt von VH Aquarell und das ist ein Farbton, der ist auch total irre, der leuchtet je nachdem, wie man das innen ins Licht hält, unterschiedlich und ich liebe diese Farben einfach wunderschön und damit setze ich jetzt nochmal so ein paar Kracher-Akzente. Das ist richtig was Tolles. Ihr könnt das natürlich auch mit Gold machen, mit Silber machen. Ihr müsst das nicht machen. Wer so glitzernd das nicht mag, der lässt es. Aber ich mag das immer ganz gerne. Es gibt schöne Highlights und ja, ich liebe das, so ein paar Glitzereffekte zu setzen. Ja, dann ist auch das Ganze getrocknet und ich schnappe mir hier einen Feinliner. Der muss nicht unbedingt wasserfest sein, da wir jetzt nur noch auf Trocknen malen. Und auch da geht es jetzt weiter. Jetzt wird weiter verziert und vor allen Dingen werden jetzt die weißen Flächen verziert.
Ihr könnt euch richtig austoben. Ihr seht das, ich werde gleich ganz unterschiedliche Muster da reinmachen und alles ist möglich. Und wer schon mal dem Rat von mir gefolgt ist und mal das Doodeln ein bisschen geübt hat in so einem Skizzenbuch und sich ein Muster überlegt hat, der kann jetzt reinschauen, wenn ihm nichts einfällt, in sein Musterbüchlein und dann hat er bestimmt ein paar schöne Inspirationen. Dieses hier liebe ich sehr, dieses Muster. Immer nur Streifen setzen und zwar immer in die dreieckigen Spitzen. Ihr seht das und das sieht dann nachher wie so ein Parkettmuster aus und das ist immer total super wirkungsvoll. Also das ist ein Muster, was mache ich total gerne. Musterideen bekommt man übrigens auch sehr schön bei Pinterest. Wer da unterwegs ist und einfach mal nach Ornamenten guckt, sucht, Ornamente, Muster, Formen, da kommen auch wunderschöne Ideen und auch da kann man sich mal schöne Inspirationen holen. Ja, das Ganze mache ich jetzt auf Postkartengröße. Ihr könnt das natürlich auch gerne mal auf DIN A4 ausprobieren oder größer und euch ein paar schöne Wandbilder kreieren. Das wirkt richtig klasse in dieser Art. Also kann ich jedem nur empfehlen oder wer ein schönes Geschenk braucht, tobt euch aus. Das Werk ist vollendet. Föhn in Gang schmeißen und das Klebeband löst sich dadurch wieder mal super gut. Das habe ich euch ja schon mehrfach erzählt. Ne? Versucht es nicht ohne Föhn. Versucht es bitte nicht. Ihr macht euch euer Papier kaputt. Ihr zerstört euch euer schönes Werk. Es ist wirklich hilfreich, einen Föhn zur Hilfe zu nehmen. Ja, und dann klebe ich das Ganze noch auf einen schönen Kartenrolling auf. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen oben da. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden netten Kommentar und schaut auch gerne mal auf Instagram bei mir vorbei, Melly's Moments. Macht es gut. Tschüss.